Am 20. Juli 1943 wurden wir zum ersten Mal eingesetzt. Wir waren, wie gesagt, wir waren eigentlich Winterkampftruppe-Skijäger, aber da hat man nicht danach gefragt, wir wurden eingesetzt. Wir waren voll aufgefüllt, also volle Kampfstärke, und bei uns waren es alles junge Kerle. Also damals zählte ich die jungen Kerle, also möglichst unter 25. Als wir uns, ich habe das aus meinem Soldbuch, kann man das nachsehen, am Moment, wann war es? Ende, ja, entweder der 3. oder der 6., da müsste ich nochmal nachgucken, der 6. oder 3. August, vom Gegner lösten, fluchtartig, waren wir noch 14 Mann. Von wie vielen ursprünglich? Von der vollen Kampfstärke der Kompanie. Also ungefähr 150. Die Kompanie ist drei Züge. Die Züge sind 3 mal 30, sind ungefähr 125. Also die Kampftruppe gewesen. Was bedeutet es, so aufgerieben zu werden? Sie haben gar keine Zeit gehabt, sich irgendwie damit zu beschäftigen. Das klingt alles komisch, und heute, und manchmal sagt man sich, aber wenn sie hätten angefangen zu denken, war es schon gleich, da waren sie immer leichter in Gefahr. Ich will Ihnen folgenden Fall erzählen. Eben in dieser Zeit war es so, dass wir plötzlich auch wieder uns zurückziehen mussten. Und da kam der Befehl von der Kompanie, vom Kompaniegefechtsstand, wir sollten, jede Gruppe sollte einen Mann schicken zum Kompaniegefechtsstand, die mithelfen sollten, dieses ganze Zeug, was wir da hatten, angefangen von Fernsprechgeräten und alles das mit wegzutragen. Und wir hatten in unserer Gruppe einen Kameraden, der war ängstlich. Und der schimpfte immer, wenn wir nun aus dem Graben und aus den Löchern rausguckten, sagte: Mensch, zieh die Köppe ein und so weiter. Und er war echt ängstlich. Und der hielt sich immer ein bisschen am Boden von den Löchern auf, also unseren Panzerdeckungslöchern und Schützengräben, die wir da gegraben hatten. Und da wollten wir ihm was Gutes leisten. Und da haben wir gesagt: Geh du jetzt mit zurück. Und da zur Kompanie und brach damit. Und das ist auch etwas, was mich teilt, aber man hat ja sowas nicht gedacht, nicht? Und wir haben ihn in den Tod geschickt. Plötzlich hieß es, der Kompaniegefechtsstand ist getroffen worden. Die hatten zwar hinter ein Russenhaus, aber die Russen mussten irgendwie festgestellt haben, dass dort was los war, und hatten mit Granatwerfern hingeschossen. Der Kompaniechef war verwundet, der Sanitäter war schwer verwundet, der Sanitätsunteroffizier war schwer verwundet. Der ist dann später, haben wir dann erfahren, im nächstgelegenen Lazarett gestorben. Und der Kamerad, der da gekommen war, den wir hingeschickt haben, war tot. Man hat mehr funktioniert als gedacht. Also man konnte nicht denken. Ich will Ihnen aber auch noch was anderes erzählen. Am 20. Juli, als wir zum ersten Mal zum Einsatz kamen, 43. 43, also jetzt mit dieser Einheit, wo ich nach dem Studium wieder zurückkam, da ist mir Folgendes passiert. Ich will auch das mal erzählen. Da hat es geregnet nachts. Wir hatten draußen Zelte aufgeschlagen. Und frühmorgens, so waren wir nun schon fertig, hatten uns den Zeltplan umgelegt, nicht, weil es immer noch regnete und so weiter. Und da war Folgendes dann,
mussten wir nur noch warten, weil irgendwie ein Melder noch nicht da war und unser Kompanieführer, der hatte mich da stehen sehen plötzlich und war wahrscheinlich selber verärgert, weil er auch nass wurde mit. Und da hat er mir dann plötzlich hat er mich angeschimpft, ob ich nicht wüsste, wie man eine Zeltplane zuknöpft. Nur, und da habe ich nun nicht geschwiegelt, sondern ich habe gesagt, ja Herr Oberleutnant, Sie müssen entschuldigen, aber da fehlen Knöpfe. Wir hatten zwar, wenn wir ins Feld rausgingen, bekamen wir D-Zeug und so weiter mit, aber das war ja längst irgendwo verschwunden und nun ging natürlich diese, wir hatten ja das, das waren solche Blechknöpfe und die waren natürlich nun abgerissen. Und dann sagte mir, ja, wissen Sie nicht, wie Sie nach der Heeresdienstvorschrift, HDV, Ihre Zeltbahn umhängen müssen. Und dann habe ich dann das gesagt und das war zu viel. Daraufhin sagte er, Obergefreiter Hensel, stehen Sie stramm, ich bestrafe Sie mit 3 Tagen geschärften Arrest, abzusetzen, wenn wir mal Zeit haben. Ich habe nie abgesessen, aber im Wehrpass war es drin.